hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Befinde mich mal wieder in dem Wald und was ich dort machen will, ist ja klar. Trüffeln, also nach Pilzen suchen. Ja, lade ich euch wieder ein, dann wollen wir los, ne? Also, kommt mit. Natürlich mit dabei ist wieder der Trüffelhund, denn ohne Trüffelhund findet man ja keine Trüffel. Ja, genau, meins. Und wie gesagt, nicht da, wo ich sammle, das ist der Ort Kirspe im Sauerland, im märkischen Sauerland. Und Kirspe ist von Wäldern umgeben. Ja, da hat man natürlich eine riesige Auswahl, wo man hingehen kann. Und deshalb seht ihr in all meinen Filmen immer andere Stellen als davor. Irgendwie wird Trüffelhund ein bisschen übermütig. Ich habe hier schon was Leckeres gefunden. Und zwar ist das ein Anis-Champignon. Ja, hier wächst noch ein kleiner Täubling. Wenn er mild schmeckt, kann man ihn wieder mitnehmen. Ja Leute, hier finde ich einen riesigen Schwefelporling. Ja, ja, ich habe den gerade angeschnitten, also der ist absolut noch in Ordnung. Den kann man mitnehmen, ich werde mir was abschneiden. Hier nochmal die Schnittfläche. Und von unten hat er quasi einen regelrechten Schwamm. Und seine Eidotterfarbe machen ihn unverwechselbar. Ja, hier wachsen auch Pilze an einem Baumstumpf. Ich habe mal einen rausgenommen. Der sieht so aus. Ich kenne ihn aber nicht. Also ein Schwefelkopf ist es nicht. Ja, hier habe ich ein paar Hallimasch, die nehme ich mit. Die kommen ins Pilzmischgericht. Ja, hier finde ich ein paar Pfifferlinge. Ja, feiner Fund. Ja, diese Pilze, die haben schon so manchen Sammler genarrt. Ja, man glaubt, es wären Pfifferlinge, es sind aber falsche Pfifferlinge. Ich habe heute mal eine bessere Kamera dabei, jetzt kann man das besser zeigen. Ja, wie die nun aussehen. Nicht? Man sieht also, der Rand ist ein bisschen rumgekrempelt. Aber es sind keine Leisten darunter. Ne? Nicht? Man sieht, es sind keine Leisten, es sind Lamellen. Ja, hier wächst ein Fichtenblutreizker mitten auf dem Weg. Ja, für mich ist der Reizker auch ein schöner Bratpilz. Ja, hier wächst ein Schwammpilz, ich nehme mal raus. Und Trüffelhund, was ist? Hast du schon wieder einen Trüffel gefunden? Hier steht ein riesiger Steinpilz. Aber er bleibt im Wald, der ist schon zu alt. Und hier an so einem Hang ein Pfifferling. Und hier kann man auch schön sehen, die Leisten. Hier kann man auch schön sehen, dass der Pfifferling Leisten und keine Lamellen hat. Die Leisten sind so quasi mehr mit dem Pilzfleisch verwachsen, während die Lamellen so aufsitzen. Daran kann man dann unterscheiden, was Lamellen, was Leisten sind. Hä? Was ist los? Was ist denn los? Hä? Ja, der böse, böse Wald. Und es ist immer schön, echte Pfifferlinge im Gras zu finden. Ja, statt die falschen. Aber das sind alles echte. Ja. Trüff, trüff. Ja, und hier noch einmal Rühnchen.
Ja, Flo, los, such die Trüffel. Wo sind sie? Wo sind die Trüffel? Hä? Sag. Hä? Was? Jetzt wird sie aufgelehnt? Ja, es riecht ein bisschen wie Maggi im Wald. Aber dieses Trittsiegel hier kennt ja wohl jeder. Das heißt fast jeder. Und zumindest Bildsammler sollten es kennen. Das ist das Trittsiegel einer Wildsau. Hier finde ich einen großen Täubling. Ah ja, ein Frauentäubling. Ja. Mal gucken, ob die Maden ihn nicht dann zerfressen haben. Dann nehme ich ihn auch mit. Ja, die cremefarbenen Lamellen. Eindeutig. Aber ich werde ihn trotzdem probieren. Die sogenannte Täublingsprobe machen. Ja, fahre ich so zurück und finde hier auch noch ziemlich große Pfifferlinge. Das sind große Dinger. Ja, komm ins Tütchen. So Leute, das war's. Ich habe einigermaßen gut gefunden und Trüffelhund ist auch fix und fertig. Ja, über den Schwefelporling freue ich mich natürlich ganz besonders und wir haben auch Pfifferlinge dabei und vor allen Dingen auch ein paar andere Arten, die ich beim letzten Film nicht dabei hatte. Ja, dann wünsche ich euch allen noch Trüff, wenn ihr jetzt in die Pilze geht und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.